du dich an das Abkommen? Sicher. Okay, warte. Ihr müsst noch einen Moment haben und ihr braucht mich nicht als Ballast. Schnell! Los, O'Neill! Du bleibst hier. Wenn du auch nur ein Geräusch machst, landet dein Hirn im Müll. Nicke, wenn du mich verstanden hast, Arschloch. Bell, leg dich auf den Tisch. Einer von diesen Gesichtssaugern hat ja ein Baby in den Brustkorb gesetzt. Wie bekommen wir das Ding raus? Das geht nicht. Falsche Antwort. Bitte. Glauben Sie mir. Wir haben versucht, dieses Wesen zu extrahieren. O'Neill, lass ihn sprechen. Es ist okay. Der Embryo extrahiert Flüssigkeiten und Nährstoffe des Wirts und bildet eine Plazenta, aber nicht wie die eines Menschen. Die Plazenta verwurzelt sich wie Unkraut in sämtlichen Organen im Brustkorb. Auch wenn sie den Embryo entfernen, bleibt die Plazenta wie ein Krebsgeschwür. Die Organe werden eines nach dem anderen versagen. Und dann sterben sie. Winter, schalt ihn aus. Oh nee, ich kann nicht. Ist es hier drin heiß? Hey Bo. Hey Babyface. Ist schon gut. Mach einfach die Augen zu. Hol diesen Marine. Du hast es versprochen. Bring alle von diesem Planeten weg. Ura, Bell. Ura. Oh, ekeliges Ding. Danke, O'Neill. Ciao, Bella. Ich werde dich vermissen. Das war unsere Abmachung. Schlaf schön. Ruhe in Frieden. Salatu Edschel. Hier ist 2-1. So. So. O'Neill, wo wart ihr Jungs denn? Was ist mit Bella geschehen? Negativ, Edschel. Wir konnten unsere Mission nicht erfüllen. Das Objekt hat nicht überlebt. Erbitten Evakuierungsparameter. Over. Sind Sie sicher, dass... Geben Sie uns einfach den Befehl, Sir. Verstanden, Tuan. Der gefangene Marine ist in einem Wii-U-Transportpanzer auf dem Gelände. Sie müssen zur Ablenkung die Stromversorgung unterbrechen. Lassen Sie sich dabei nicht töten. Keine Versprechungen. 2-1 over. Mein Versprechen habe ich, Bella. Ich weiß, du magst uns nicht, oder was? Da ist mal die Tür zu. Okay, danke. Danke. Es ist nicht viel. Ah, was ist da? Oh, da sind die Eier drin. Gänsehaut. Oh je. Aber was für... Oh, scheiße. Solche Sachen sind echt mal mega. Mega. Oh, schöne Anzüge. Alle schön geordnet hier. Feuerlöscher. Bestimmt schon abgelaufen. So, ich habe schon geguckt. So, jetzt geht's nach oben. Wieso rennt der so cool? Aktiviere das Eindämmungsprotokoll! Notfall-Eindämmungsprotokoll aktiviert. CN20 wird freigelassen in 10 Sekunden. Notfall-Eindämmungsprotokoll Alter. Abgebrochen. Warte mal. Ich glaube, er muss hier rumlaufen. So, damit ihr das nicht aktiviert. Weil letztes Mal bin ich, glaube ich, das erste Mal gespielt, da bin ich von da reingekommen, glaube ich. Da stand der direkt hier, den konnte ich abzimmern und der andere war dann hier, bevor der da hinten um die Ecke ist und konnte dann, oh, warte mal, der Knopf oder die, irgendwo war das, also so, ja, es war auf jeden Fall so gewesen, so, in der, ja.
der kann auf jeden Fall nicht. Da geht der Alarm wieder los und das haben wir jetzt direkt mal unterbunden. So, die hatten jetzt nichts für uns. Okay. Okay, wir sind drin. Das sind Forscher, keine Soldaten. So. Wenn sie aufmachen, schaltet sie aus. Jo, einfach mal. Tut mir leid, aber damit hat er nicht gerechnet. Ja, das sind hier, ne? Ihr kennt das. Der Schwanz, das haben sie aber schlecht gezeichnet. Der geht irgendwie nicht richtig um den Hals rum. Hier liegen nur solche Leute. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall raus. Gibt's noch mehr Aliens, das ist nicht gut. Wow! Erstmal war ich besser, da habe ich eine Handgranate. Hallo? Da habe ich eine Handgranate hier genommen. Aber so geht's natürlich auch. So. So, dann machen wir uns dann mal wieder voll. So, O'Neill, bist du bereit? Hengst. Du geile Hengst, ey. So, die ist wieder zu. Das Licht ist so hell, dass du gar nicht hinterher siehst, was dann da ist. Oh, warte mal, wir haben jetzt erstmal eine Sprachmemo hier. Autopsiebericht von Dr. David Hale, Inkubationsspezialist. Dave, Dr. Hale, unterlag einen Tag zuvor der Einpflanzung durch einen parasitierenden Xenomorph aufgrund einer Sicherheitslücke. Nach dem erwarteten Tod des Parasitoiden habe ich, entgegen der Empfehlung meiner Kollegen, versucht, den fetalen Xenomorph zu extrahieren. Mein Versuch schlug fehl. Wegen der kanzerösen Struktur der Plazenta des Xenomorphs scheint es unmöglich, einen inkubierten Xenomorph zu entfernen, ohne den Wirt zu töten. Der Tod war nicht schmerzfrei. Dr. Stephen Hale, over. Ah, oh Mann, okay, ey. Ja, Plazenta, das ist die Gebärmutter, für jeden, der das noch nicht weiß. So, da sind wir reingekömmtet, hier gehen wir wieder. Ach, warte mal. Moment, jetzt. Ah, hier war das gewesen. Hier war das gewesen, das, was ich vorhin meinte. Ich weiß! Da ist der Alarmknopf, den ich meinte, wo vorhin die andere Kiste stand. Ja, ich hatte mich einfach nur vertan. Wie? Weg? What? Alter, der. Oh, der kann zaubern. Geil, ey. Uiuiui. So, das war mal schnell erledigt, das Ganze. What? Diese schönen alten Commodore-Laptops. Die sehen schon, also, ja. Sind schon sehr tricky. Also, ne? Die sehen aus wie so ein alter Lerncomputer. Ich hatte auch mal einen. Aber der ist, glaube ich, immer kaputt gegangen oder funktioniert nicht mehr wegen der Batterien da drin. Irgendwie kaputt. Der stand nur noch auf dem Dachboden rum. Der konnte damit sprechen und Tasten und sagen, immer war schon nostalgisch. Sehr nostalgisch. Alter, den habe ich jetzt voll übersehen. So, jetzt. Das war ja die Stelle von. Oh nee, diese Stelle mag ich. Bleib liegen, Mann. So, O'Neill.
Du hast die bessere Wumme. Jetzt halt uns mal den Weg frei. Kommerge. Kann man nicht zumachen. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert hat. Nein, nicht ganz. Ja, jetzt geht die Hand. Okay, das geht schnell. Vor allen Dingen, ich muss das alles alleine machen und ihr macht gar nichts. Das ist voll der, ich weiß nicht. Letztes Mal, wo ich das erste Mal gespielt habe, da ist er noch voll dran und mit Elan und ja. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Kack hier von vorne machen. Ne, die spare ich mir jetzt hier. Ja, ja, ja. So, einmal jetzt hier wieder rum. Wo bleibst du denn, Mensch? Ja, muss man denn wieder alles alleine machen hier? Du bist der Fischlippe, ey. Oh, er hat magische Kräfte, ey. Er ist einfach... Okay, jetzt muss man hier wieder rein. Ja, aber erst rein... Yo! Das wusste ich... Er sitzt jetzt hier hinter der Wand und schießt von hier aus. Er war so ein Scheiße. So... Ja, oh. Ich dachte, und hier, du bist eine Fischlippe, Alter. Ja, kommst du mal mit, Mensch? Ja, warte, ich mach das so, damit du. Er schießt ja auf diese. Oh, Mann. Und hier, du. Oh. Ah, geht doch! Oh, das war aber jetzt kritisch. Okay, ich kann natürlich auch hier warten. Ich warte nicht auf O'Neill. O'Neill ist voll die Flachpfeife, ey. Ja, jetzt kommt auch nicht die Arbeit. O'Neill, Alter, du bist der. Warum rennt ihr denn jetzt? Das ist wohl die feige Muschi, Alter. Wo ist er denn? Ich muss dann auch noch den hier machen. So, O'Neill, du Waschlappen. O'Neill. O'Neill ist durchsichtig. Die ja, ich kann ihm da nicht helfen, solange er da. O'Neill, du bist echt ein Bauer, ey. Ich werf eine Handgranate, gieß dich kaputt, ey. Schieß gegen leere Anzüge.
Die Leute laufen an dir vorbei, weil du sie nicht abballern kannst. Ja, geil. In dem Spiel läuft ja mal richtig alles gut. Oh, hammerhart. Da sollte das man echt so machen. Was du nicht tötest, da töte ich. Was ist denn mit Uni? Eine neue Grenze, die da überschritten wird. Ich kann mich auf Uni einfach nicht verlassen. Die haben eine ganz andere Waffe jetzt gerade gehabt, habe ich gehört. Es ist nur irgendwie schade, dass ich. Kann man die Tür zumachen? Wo ist denn. Da läuft er rum. Da läuft er. Machst du Spaziergang oder was, du Halm? Oh Mann, mit dir. Mit dir macht man was mit, ey. Erledigt sie schnell und leise. Sie dürfen den Alarm nicht auslösen. Ach, schon wieder? Okay. So. Ich hab doch nur zwei gezählt. Loh. Okay, den einen habe ich nicht gesehen. Aber schön, O'Neill, dass du mitkommst. Finde ich klasse. Auf dich ist richtig Verlass. Macht richtig mega Laune mit dir. Ja, O'Neill. Der O'Neill. Ja, liebe Grüße gehen raus an den Schnitter. Das mit dem O'Neill, das hat er ja auch schon hinter sich. Da hat er sich auch schon tierisch dabei gefreut. O'Neill mit stahlharten Weste. So. Kann man nicht. Scheiße. Das wäre jetzt. Jo, okay, Anil. O'Neill. Oh. Ach, jetzt bist du auf einmal da. Warte, machen wir der Lampe an hier. Das ist dieses Licht hier drin ist echt mal. Oha. Oh, wir sind wieder draußen.